Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Forza Motorsport 1. Im letzten Part haben wir hier die FH-Meisterschaft und die Asienmeisterschaft bestanden, gewonnen. Und heute gucken wir mal, was wir weitermachen. Als allererstes möchte ich aber noch was am Schwierigkeit ändern. Und zwar habe ich mir doch jetzt überlegt, komm, wir deaktivieren mal das ABS hier und haben jetzt hier alle Verhalten deaktiviert plus KI-Schwierigkeit auf schwer. Also, ja, Maximalausbeutung jetzt hier, ne? Ich glaube, wir kriegen da 100% mehr Kohle. Und, ja, wir starten schon mal dann das erste Rennen. Ich habe mir auch nochmal angeschaut, was wir noch fahren können. Und ich möchte mal gerne uns mal so ein Abschnittrennen hier fahren. Und wir haben ja auch vorhin ein Pontiac GTO gewonnen. Ist auch ein FH-Wagen und deswegen lass uns mal hier den Wagen mal nehmen. Ach ja, wir haben ja noch einen Altezza, genau, stimmt, habe ich da fast vergessen. Ja, lass uns mal hier unseren Pontiac GTO nehmen und mit dem Wagen mal hier die Abschnittrennen fahren. Mir fällt gerade ein, ich hätte vorher nachschauen sollen, welche Gegner da mitfahren. Ist jetzt auch egal. Ich bin schon mal ein Testrennen hier gefahren, da kann ich mich auch erinnern. Fujimi Kaido, das ist ja auch eine sehr beliebte Rennstrecke, so wie ich das immer gehört habe. Leider kam ja die Strecke nicht zu Forza Motorsport 7. Forza Motorsport 7 habe ich ja schon mal gespielt. Aber ich glaube, das letzte Mal, dass man auf dieser Strecke fahren kann, war ja glaube ich, Forza Motorsport 4. Und immer wenn ich so im Forum nachschaue, da wird immer halt gefragt, ja, wann kommt Fujimi oder wie auch immer die Strecke heißt, Kaido. Ja, und jetzt haben wir ja die Gelegenheit, mal die Strecke zu fahren. Und ich sehe gerade Pontiac GTO, wir sind auf Platz 1. Finde ich ein bisschen blöd, dass wenn wir ein schnelles Auto haben, dass wir auch dann von ganz vorne starten. Vielleicht das nächste Rennen, vielleicht können wir das mit unserer Altezza fahren. Dann starten wir, glaube ich, dann von Platz 4 oder von Platz 5. Und wird dann ein kleines bisschen spannender auch. Oh, und ich darf nicht vergessen, hochzuschalten. Dann kriegt man hier auch direkt einen leichten Motorschaden vielleicht. Nicht gut. Und, jo, ich habe ein bisschen Schiss hier. Ich kenne die Strecke kaum. Deswegen bitte nicht wundern, warum ich so eine komische Rennlinie fahre und ich muss mich noch an das ABS, also ohne ABS hier, mich auch noch ein bisschen gewöhnen. Bin mal aber ein paar Testrunden gefahren ohne ABS und das geht eigentlich. Man muss sich wirklich sehr krass an die Bremsen gewöhnen. Man merkt wahrscheinlich, dass ich am Anfang sehr viel, dass die Räder sehr häufig blockiert. Deswegen auch ABS, das verhindert das ja. Muss mich daran ein bisschen gewöhnen. Und obwohl wir ein verdammt schnelles Fahrzeug haben, können die da hinten gut mithalten. Also vielleicht ist das doch eine gute Entscheidung gewesen, uns hier diesen Pontiac mitzunehmen für das Rennen. Auch wenn, wir können ja unser Altezza ja auch ein kleines bisschen tunen. Wir haben ja, glaube ich, 29.000 Credits jetzt. Da können wir ja bestimmt was Gutes kaufen auch dann. Also ein Auto meine ich jetzt auch, besser gesagt. Oh mein Gott, ich fahre jetzt gerade richtig langsam, ey. Und er macht richtig Druck hinten. Ja. Habe ich ja auch schon mal euch in einem Part gesagt, ich hasse das, wenn einer hinter mir die ganze Zeit fährt. Auch jetzt nicht nur in Singleplayer-Spielen, sondern auch natürlich bei Online-Rennen. Das ist umso schlimmer. Oh, ich muss mich an die Bremsen gewöhnen. Oh mein Gott. Und ich krieg dafür eine Strafe, weil der mich hinten berührt hat, krieg ich jetzt 2/10 Strafe. Aber es wird ja nur auf die Rundenzeit addiert zum Glück und nicht auf das Rennergebnis zum Glück. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Also, die Strecke hat was auf jeden Fall. Ich glaube aber, die Strecke macht bestimmt mehr Laune, wenn man hier bergrunter fährt. Weil das ist, glaube ich, eine beliebte Driftstrecke. Bei Forza Motorsport 4 zumindest. Und ja, 6000 Credits haben wir jetzt gekriegt. Wir müssen aber 150 Credits zahlen, weil wir, ja. Ich glaube, ja, der hatte uns ja von hinten leicht getroffen. Ja, komm, ich glaube, wir lassen es mal bei dem Wagen. Oder ich bin mir nicht sicher. Komm, wir fahren noch einmal mit unserem Pontiac GTO das Rennen zu Ende. Und dann gucken wir mal, vielleicht das nächste Rennen.
kauft man vielleicht auch ein neues Auto und das ist auch ein bisschen, das ist auch entsprechend für die vier Gegner auch passt. Hillclimb B. Ich glaube, wir fahren jetzt runter, oder? So, jetzt sollten wir eigentlich runterfahren, ne? Wir sind hochgefahren, jetzt runter. Mal gucken. Wieder von Platz 1, wie gesagt, das ist eigentlich ein bisschen blöd. Das hätten die genau umgekehrt machen sollen. Aber wir fahren einfach jetzt weiter hier. Ich glaube, hier ist das Rennen ja zu Ende gegangen. Im ersten Rennen jetzt, meine ich. Also, ich bin der Meinung, wenn man ein zu schnelles Auto hat, sollte man eigentlich von den letzten Positionen dann auch starten. Aber ich glaube, die Entwickler, die wollten uns das Leben ein bisschen erleichtern. Und deswegen... Ein schnelles Auto, ja. Entsprechend starten wir vorne. Ist auch realistisch. Ich meine, das wird ja die Qualifikation ja simuliert, ne? Und ich meine, diese Funktion gibt es dann ab Motorsport 2 vielleicht nicht mehr. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Den zweiten Teil habe ich auch noch nie gezockt. Okay, das sieht aber jetzt schon deutlich besser aus. Ich meine, wir haben jetzt genug Vorsprung. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier anders gemacht habe. Vielleicht habe ich mich an die Bremse auch gewöhnt oder so. Oh je, oh je. Ei, da müssen wir auch sehr aufpassen. Ich meine, im letzten Part, das Rennen in Tokio, beim Asiameisterschaft, da hatten wir Aufhebungsschaden gehabt, ey. Und da muss man wirklich vorsichtig sein. Weil das spürt man definitiv. Und da muss man auch Hut abgeben. Also ich möchte eigentlich jetzt nicht so häufig mit dem Spiel mit Gran Turismo 4 vergleichen. Aber da muss man sagen, dass Forza Motorsport in Sache Schadensmodell und Schadensphysik und so weiter schon wirklich die Nase vorne hat. Ich meine, GT4 hatte ja zu dem Zeitpunkt ja überhaupt kein Schadensmodell gehabt. Und auch wenn man da irgendwie mit 300 gegen die Wand fährt, dann ist nichts passiert. Und hier, wenn man es zumindest aktiviert, das spürt man richtig. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Räder hier abfallen. Ich meine, bei Motorsport 7 ist das jetzt nicht möglich. Mal schauen. Mich jetzt aber ungern testen, um ehrlich zu sein. Und wow, die Strecke ist schon... Die ist schon cool. Oh, 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 oh. Das wollte ich jetzt nicht. Leicht abgekürzt. Die Strecke ist schon cool. Also die sieht... Vor allem, es ist ja ein Xbox-Spiel nur, ne? Und die Strecke sieht schon mega nice aus. Erinnert mich auch ein bisschen an Grid 2. Da gibt es ja so eine, auch so eine A, von A nach B Rennstrecke. Ich meine, das war irgendwie irgendwo in den USA oder so. Und die erinnert mich auch so leicht an also diese Fujimi Kaido, solche Strecke hoffentlich. Die erinnert mich ein bisschen an die Grid 2 Strecke. So, jetzt berghoch, yo. Und auch schon bemerkenswert, wenn wir im Berg hochfahren, natürlich ist der Wagen langsamer, ist ja klar. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es ist, dann hier runterzufahren. Okay, nächstes Mal definitiv nehmen wir uns ein anderes Fahrzeug. Yo. Die ganze Zeit nice Drifter-Action hier. Also ich glaube, ich kann mir die Strecke niemals mehr auswendig merken, ey. Für die Nordschleife habe ich ja Jahre gebraucht, um die Nordschleife auswendig zu lernen. Und hier, die Strecke hier, keine Ahnung. Ist aber nicht sonderlich lang eigentlich. Ja, relativ entspannt jetzt. Auch die Meisterschaft gewonnen. Was gewinnen wir eigentlich? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was für ein Fahrzeug wir gewinnen. Weil wir können ja immer, bevor wir die Meisterschaft starten, können wir ja oben links den Text da durchlesen und da wissen wir, welches Fahrzeug wir gewinnen. So, wir gewinnen ein Mitsubishi Lancer. Das finde ich ein bisschen komisch, weil das ist ja eigentlich ein FH-Rennen, oder? Wir kriegen aber ein Allradfahrzeug geschenkt, aber Mitsubishi Lancer? Ich glaube sogar das schnellste Fahrzeug jetzt, ne? Von uns. Schalten Sie die Stabilisationskontrolle aus, um zu driften. Ja, haben wir auch. Das brauchen wir nicht zu machen jetzt nochmal, also zu deaktivieren. Gucken wir uns mal die Gegner an, ja. Wir können ja mitfahren, theoretisch, aber unser Lancer ist wieder zu schnell. Hm. Wir gehen mal hier einmal raus. Wir haben das uns einmal angeschaut. Wir können ja vielleicht mal wieder ein normales Rennen fahren.
Und da uns, mal gucken, hier Allrad, welche Fahrzeuge, ja. Wir sind wieder ein bisschen overpowered, ne? Hm. Also wir sind definitiv immer überall overpowered. Aber wir sind die FH-Meisterschaft auch nicht gefahren, da sind wir auch overpowered, das ist ja echt krass, ne? Eclipse gegen Integra. Das können wir fahren, weil wir haben einen Acura Integra, genau. Ja, komm, nehmen wir mal die Meisterschaft. Sieht sehr nice aus, unser Wagen. Okay, jetzt sind wieder drei Strecken. Und alle Strecken kenne ich nicht. Das wird dann lustig sein. Okay, das sieht ja nach einem Oval aus. Ist ja auch ein Oval. Ich glaube, da sollten wir eigentlich keine Probleme haben. Was ich aber nur mich erinnere, ich habe mal meinen Testbericht zu Forza Motorsport 1 mir angeschaut. Und der Typ, der das getestet hat, der hat es auf einer Xbox 360 auch gespielt. Also, sprich, es wurde ja emuliert. Und er meinte, auf dieser Strecke sehen die Schatten ein bisschen komisch aus. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich glaube, das ist die einzige Ovalstrecke, ne? Sieht auch hier dunkel aus, weil, wenn wir auch gleich sehen, Rennen starten. Wir starten wieder von Platz 1. Meine Güte. Ja, man sieht da ein bisschen, die Schatten sehen da komisch aus hier. Also bitte nicht wundern, es liegt an der Emulation. Und oh mein Gott, ist er schnell. Ich nehme Windschatten hier. Ich habe das Gefühl, dass wir das vielleicht sogar nicht gewinnen werden, oder? Mal gucken, wie die KIs hier auf Ovalstrecken so sich, ja, wie schnell die hier sind. Ich hoffe, dass wir noch einen sechsten Gang auch haben. Nein, haben wir natürlich nicht. Oh, das ist aber jetzt knapp, ey. 245, also wir schaffen mit dem Wagen 250, denke ich mal. Mal gucken. Oh ja. Also der Schatten flackert hier ein kleines bisschen, ne? Ja, die Strecke ist definitiv besser als die Teststrecke in GT4. Weil hier, die Strecke sieht schon wesentlich besser aus und alles. Und ist auch nicht so lang. Und so eine richtige Ovalstrecke in Gran Turismo gibt es erst seit Gran Turismo 5. Ich sollte... Oh mein Gott, wir müssen auf den Motor aufpassen. Mist, das habe ich fast vergessen. Ja, erste richtige Ovalstrecke in GT5 ist erst in GT5 Daytona und Indianapolis. Ich meine... Forza Motorsport 1 hat, glaube ich, noch nicht Daytona, oder? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Allgemein, hier gibt es auch sehr viele Fantasiestrecken, was ich auch eigentlich echt nett finde. Haben wir ja gesehen im letzten Part, da gibt es ja diese, wie heißt die Strecke, Swiss Alps oder so ähnlich, also Schweizer Alpen oder, ich weiß nicht mehr genau, wie die Strecke heißt, die ein bisschen aussieht wie Mugello am Anfang. Die hat mir echt gut gefallen, also das war eine richtige coole Strecke, so eine richtige schöne Originalstrecke. Da müssen die, ja, im Real Life ist das ja so, wenn man halt eine Strecke erfindet, also zum Beispiel der Hermann Tilke, der muss ja auch verschiedene Vorschriften auch achten, was die FIA auch so halt vorgibt. Genug Auslaufzonen und so weiter und ja, wenn du ein Spiel entwickelst, ja, dann musst du dich darauf achten. Wenn du eine Originalstrecke dir ausdenkst, bringen sie Aufkleber an, um ihren Wagen unverwechselbar zu machen. Das würde ich wahnsinnig gerne machen, ne? Ja, ich bin aber leider hier limitiert wegen der Xbox 360, weil ich es emuliere. Und wir starten, ich kenne die Strecke überhaupt nicht, Blue Mountains. Hatte, ey, Blue Mountains, gibt es da nicht eine Rennstrecke in Gran Turismo Sport? Irgendwas mit Blue auch auf jeden Fall. Ist auch eine Ovalstrecke. Und die Strecke sieht interessant aus. Ich weiß nicht wieso, aber erinnert mich auch ein bisschen an Bathurst. Also vom Layout her jetzt, meine ich. Und auch wenn ich das Vorschaubild mir anschaue, Bathurst, naja. Ja, wieder von Platz 1. Pussy-Methode aktiviert, jo. Oh mein Gott, ich kenne die Strecke 0. Ey, die sieht wirklich ein bisschen aus wie Bathurst, ne? Von der Umgebung her und alles.
Okay, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier Vollgas fahren können. Okay, hat es irgendwie funktioniert jetzt? Und der da hinten macht auch ein bisschen Druck, der ist auch verdammt schnell. Oh ja. Also die haben sich da wirklich sehr an Barfers orientiert an dieser Strecke. Ja, genau, dieser Wagen hat ja das Problem, dass ich den Wagen ja nicht so ganz höre, ne? Deswegen kann es sein, dass ich ab und zu mal mich verschalte. Und das ist nicht gut. Oh je. Ich habe das Gefühl, dass der Wagen überhaupt nicht vorankommt, ey. So, 3 Sekunden sind wir hinter denen. Er läuft. Oh mein Gott. Also die Strecke ist schon echt tricky, das muss ich sagen. Die ist sehr, sehr tricky. Ich glaube, ich würde sogar jetzt für dieses Rennen hier die Schwierigkeit auf Mittel wieder runterschrauben. Aha! Das werde ich auch sogar machen. Das Blöde ist, man muss immer hier dann rausgehen, ne? Man kann das nicht hier im Rennen oder so einstellen. Eie. Also bei so unbekannten Strecken werde ich, glaube ich, die Schwierigkeit auf Mittel machen. Ich kenne die Strecke überhaupt nicht. Ja, ich gehe ganz schnell hier raus. Und ich glaube, vielleicht können wir irgendwas an unser Wagen noch was kaufen hier. Hier, machen wir auf Mittel wieder mal. Ich werde aber weiterhin erstmal den Wagen so lassen jetzt. Ich werde jetzt nichts da tun. New York. Ich habe da ein paar Gameplay-Videos zu New York gesehen. Und ich sag mal so. Die sieht sehr nach der GT4-Version aus, ne? New York. Also die Umgebung, also die haben exakt dasselbe Layout fast schon genommen. Das werden wir aber, glaube ich, gleich sehen auch. So. Ich hoffe mal, dass wir jetzt schnell genug sind bei ja, Schwierigkeit Mittel. Ob ich da überhaupt mal auch einen Unterschied merke, mal schauen. Das ist ja, glaube ich, ein Mugen-ETK, oder? Oh, wow. Die haben sich da berührt, das hat man bis hierhin gehört auch. Also einige Soundeffekte sind ein bisschen zu laut. Und oh mein Gott, ich muss gleich niesen. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht. Ist euch mal das passiert, während ihr gefahren seid, also bei Online-Rennen und sowas, musst ihr mal niesen? Das ist mir eigentlich nie passiert, wenn ich mich jetzt zurückerinnere. Okay. Also an das ABS, also ohne ABS, habe ich mich jetzt wieder gewohnt. Also da habe ich jetzt keine Probleme. Eigentlich, hoffe ich zumindest. Oh, Entschuldigung. Was uns richtig fehlt, ist hier richtig Bums. Die Besteuerung ist hier echt miserabel bei dem Wagen. Oder vielleicht ist einfach die Übersetzung zu hoch für die niedrigen Gänge. Und oh mein Gott, der holt wieder auf. Alter, ich kann mich einfach nicht entscheiden, welchen Gang ich fahren soll. Ich glaube, der hinter uns ist deutlich schneller. Mist. Oh mein Gott, ey. Ja, wir können aber schon, glaube ich, schon was rausfahren. Und ich habe da die Minimap zum Glück mir angeschaut. Da habe ich die 90-Grad-Kurve zum Glück noch entdeckt. In der Minimap.
okay, ist eigentlich eine richtig coole Strecke. Man braucht aber ein gutes Auto dafür. Und ich habe das Gefühl, dass unser Wagen jetzt nicht besonders schön hier zu fahren ist. Hat etwas Untersteuern, ist auch ein Fronttriebler, kein Wunder. Oh! Oh mein Gott, das war jetzt blöd. So, ich mache jetzt einen Dive-Bomb. Das wollte ich nicht. Oh nein, sag nicht, dass wir das hier wieder nicht gewöhnen jetzt. Wir haben schon mal 2 Sekunden rausgefahren. Also ich glaube, das sollten wir schon irgendwie packen, hoffe ich. Sorry, dass ich die ganze Zeit da hinten schaue. Ich habe übrigens mir ein paar Reviews bei Amazon mir durchgelesen über Forza Motorsport, über Forza Motorsport 1, und ja, da gibt es halt viele positive Berichte, aber viele haben das Spiel auch schlecht bewertet, weil die es einfach so schwer fanden. Und ja, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen jetzt, um ehrlich zu sein. Oh, come on! Und wie gesagt, ich werde auch meine Fehlversuche euch zeigen. Nicht so wie in GT4. Wo ich nur euch perfekte Runs zeige. Ah, komm! Wir haben doch einmal hier 2 Sekunden aufgeholt irgendwo. Also beziehungsweise aufgebaut, den Vorsprung. Das kann nicht sein, dass der KI immer noch schnell ist bei Mittel. Zu schnell, meine ich jetzt. Ah! Ja, die 90-Grad-Kurve, die habe ich fast vergessen. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwie noch retten können. Es sei denn, ein Gummiband-Effekt kickt jetzt an und wir können noch irgendwie, wie es auch immer, bleibt er jetzt stehen. Nee, schaffen wir nicht mehr. Shit! Ah, ich habe nicht so viel Fluchen. Ah, das war ein knappes Rennen. Ich bin mir sicher, wir können das Rennen gewinnen. Noch einen Versuch. Ja, ich möchte das noch einmal versuchen. Ich glaube, jetzt gewinnen wir. Ich kenne die Strecke auch jetzt. Einigermaßen. Ich muss auf diese 91-Grad-Kurve achten. Ich glaube, für das nächste Rennen würde ich aber was einbauen. Vielleicht irgendwie eine bessere Kupplung oder so. Also, am Topspeed und an der Beschleunigung an sich ist eigentlich alles okay. Nur finde ich irgendwie, keine Ahnung, das Getriebe ein bisschen zu lang übersetzt. Und deswegen werde ich dann, glaube ich, für das nächste Rennen, für New York, da was bauen. Irgendwas mit Differenz oder so, Differential meine ich. Keine Ahnung, wir werden uns das gleich mal anschauen. Und vielleicht auch optisch den Wagen ein kleines bisschen ändern. Wir können ja hier ein bisschen... Wir haben ja Geld gesammelt jetzt, gut. Wir können ja bestimmt da irgendwie ein Frontding kaufen oder Heck. Verkleiderung, irgendwas da umändern. Wir können ja auch die Motorhaube kaufen. Neue Motorhaube. Ja. Mal schauen, wenn wir uns das mal einmal angucken. Und ich kann mich einfach nie entscheiden. Entweder zweiten Gang oder dritten Gang immer bleiben. Also unsere Schwäche sind definitiv hier diese langsamen Kurven. Oh mein Gott, fährt sich der Wagen nicht gut, ey. Oder kann es sein, dass wir vielleicht ein Turboloch schon sind? Weil wir haben ja für den Wagen ja ein Turbo eingebaut. Und Turboloch ist ja am Anfang die Beschleunigung recht dürfte. Und erst dann, oder VTEC geht auch an dann. Keine Ahnung, der Wagen hat ja auch VTEC, glaube ich, ne? Aber ich meine, der hinter uns hätte auch dann eigentlich VTEC. Ah, Mist, ey. Ja, zum Glück ist das Schadensmodell jetzt nicht so streng hier.
Wir können schon so mit 150 gegen die Wand fahren. Und zum Glück passiert dann unsere Aufhängung nicht. Und hier auf dieser Strecke Aufhängungsschaden ist jetzt nicht so schön. Glaube ich. Okay, jetzt können wir wenigstens hier im Vorsprung halten. Und hier. Hier können wir einen Vorsprung auch rausfahren, meine ich. Das war ja doch vorhin in der ersten Runde auch so gewesen. Ja, weil er die Kurve auch sehr vorsichtig nimmt. Ja, also ich glaube, Mittel ist schon unsere Schwierigkeitsstufe. Erstmal aktuell. Erst wenn ich die Strecken einigermaßen alle kenne, werde ich, denke ich mal, auch schwer umstellen dann wieder. Aber erstmal bleiben wir jetzt bei Mittel. Oh, die Strecke ist cool. Die gefällt mir. Buffers 2.0. Die sieht aber auch ein bisschen mehr europäisch aus, die Strecke. Nicht, also Bathurst ist ja in Australien. Und ich glaube, das ist die europäische Version von Bathurst, oder? Ja, es gibt ja auch zum Beispiel bei Project Cars, also ich zumindest bei dem ersten Teil, gab es ja mal eine Strecke, die sah ein bisschen aus wie Suzuka, hat aber einen anderen Namen gehabt. Und jetzt muss ich auf die 90-Grad-Kurve erstmal achten. Also die sah schon sehr nach Suzuka aus. Ich glaube, die Entwickler durften aber die Strecke nicht Suzuka nennen oder so. Wegen Lizenzgründen oder so. Und die Strecke war jetzt nicht 1:1 eine 1:1-Kopie gewesen, sondern die haben hier und da mal was verändert. Aber vom Kern her sah es wirklich aus wie Suzuka. Okay, wir haben jetzt genug Vorsprung. Ich darf jetzt nur die letzte Kurve nicht verhauen. Und yes, wir haben es geschafft, oh mein Gott. Ich glaube, ich werde vielleicht wirklich eine Kleinigkeit was am Getriebe kaufen hier bei dem Wagen. Der Wagen fährt sich nicht so schön. Also vor allem bei so langsamen Kurven, ne? Gehen wir mal ganz schnell raus hier. Wir fahren noch noch New York und dann würde ich mal sagen, war es das dann für heute. Ich glaube, da unter die Werkstatt, ne? Und dann Upgrade-Handel. Irgendwas mit besserer Beschleunigung. Ja, okay, Beschleunigung sieht eigentlich relativ gut sogar aus. Aussehen, Aerodynamik, das brauchen wir nicht. Ich glaube, wir können ja nicht mal jetzt irgendwie was am Getriebe ändern, glaube ich. Ja, egal, wir kaufen uns mal hier ein bisschen hier ein paar Tuning-Teile hier. Need for Speed Forza. Komm. Das sieht doch gut aus, ne? Oh, das ist ja jetzt hier Forza Motorsport Tuning. Okay, jetzt hinten sieht das aber jetzt alles nicht so schön aus. Ich glaube, ich nehme mal das hier. Und nach an der Seite werde ich noch irgendwas bauen hier. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die Motorhaube. Keine Ahnung. Aha, nee, das sieht ein bisschen zu krass aus dann wiederum. Ich glaube, wir nehmen mal hier diese V-Form. So, das war's dann auch. Ich glaube, wir können ja am Getriebe nichts ändern, oder? Ach doch, Antriebsstange hier. Mein Gott, bin ich dumm. Kupplung und Schwungscheibe. Komm, kaufen wir uns mal. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu overpowered sind. Ich meine, wenn wir uns die Schwungscheibe, Kupplung und Schwungscheibe hier kaufen, dann ist die Beschleunigung deutlich besser. Oder zumindest beim Schalten ist die Beschleunigung dann wieder besser.
Und ja, ich bin mal auf New York gespannt. Ich bin auf die Forza Motorsport New York Version gespannt. Wie gesagt, ich habe mir ein paar Gameplay-Videos zu der Strecke auch gesehen. Und zumindest eine Stelle sieht hier sehr nach Gran Turismo aus. Und zwar da, wo die, wo die 180-Grad-Kurve ist. Also Kreisverkehr-Kurve, meine ich. Also Kurve 12 bis 13, meine ich da. Meine Güte. Aber das da unten, also von Kurve 1 bis 10, das ist, glaube ich, dann wird wahrscheinlich alles für uns Neuland sein dann. Und diese Ladezeiten, die ist wunderschön, ey. Ja, wir sind starten wieder von Platz 1, was ich jetzt nicht so cool finde, ey. Oh ja. Need for Speed Underground 2, ey. Sag ich da nur. Aber schon auf jeden Fall eine coole Sache, wie ich finde. Und ja, die Strecke sieht sehr nach GT4 aus. Zumindest jetzt am Anfang. Alter. Das war jetzt aber echt brutal. Und auch da habe ich wieder nicht darauf geachtet, welchen Wagen wir gewinnen hier bei der Meisterschaft. Wo muss ich bremsen? Oh. Fängt schon mal sehr gut an. Aber ich habe, glaube ich, keinen Aufhängungsschaden. What? Was mit Überschuss, ey? Ich muss auf die Meterschilder jetzt hier achten. Ich weiß gar nicht, wann ich bremsen muss. Bei 75 Meter jetzt. Und um ehrlich zu sein, merke ich hier überhaupt nichts gerade. Also von der Beschleunigung her meine ich jetzt. Hat sich nichts verändert. Oh, wow. Die Strecke sieht sehr fancy aus. Ach Mist. Hier wieder viel Untersteuern. Mich wundert, dass der da vorne keine Probleme hat mit Untersteuern. Oh, 1,3 Sekunden Rückstand, ey, das ist nicht gut. Ich hätte die alle auf, ey, das ist echt schlimm gerade. Wofür habe ich jetzt gerade einen Schaden bekommen? Nur weil ich da ein bisschen gesprungen bin, habe ich da, ich glaube, am Motor irgendwas. Weil ich da am Begrenzer die ganze Zeit war. Oh, okay. Ich merke, die fahren die letzte Kurve jetzt nicht besonders schnell. Die nehmen da echt sehr viel Schwung. Oh mein Gott, jetzt hier den Bremspunkt zu finden. Ich muss mich an die Meterschilder achten. Ich werde bei 200 Meter bremsen, glaube ich schon. Okay, bei 100 Meter meine ich. Ja, okay. Bei 100 Meter, ich glaube 100 Meter ist so, glaube ich, unser Bremspunkt immer. Also je nachdem, wie schnell wir fahren. Bei so langsamen Kurven oder bei langsamen Passagen werde ich, glaube ich, dann ab 75 Meter dann bremsen. Das ist so meine Orientierung jetzt. Bei Formel 1, meine ich, war das immer 150, also wenn ich Formel 1 zocke, war es immer 150 Meter. Da die Wagen jetzt aber nicht sonderlich schnell sind, glaube ich, können wir schon so ab 100 Meter schon bremsen. Oder erst. Auch hier, jetzt müssen wir auf den Bremspunkt achten, oh mein Gott. Hier, das erste Schild hier. Oh wow. Mega unangenehm hier zu fahren ohne ABS, also mit ohne. Also ohne ABS halt. Und ich sehe auch gerade die Reflektierung, die läuft hier mit 15 FPS. Sieht so wunderschön aus. Oh.
Ich merke auch so einigermaßen, also das ist das erste Mal, dass ich ja ein Nicht-Gran Turismo-Spiel playe. Und da ich ja das Spiel jetzt hier nicht so gut kenne, ist es für mich auch ein bisschen schwieriger, jetzt hier ein bisschen Smalltalk zu führen, weil ich ja Gran Turismo in- und auswendig kenne. Und da auch die Fahrphysik allgemein sehr steril ist. Ne, bei Forza Motorsport finde ich die Fahrphysik auch zwar echt super, die ist ein bisschen zu actionreich. Also, was heißt zu actionreich? Die ist actionreicher als die von Gran Turismo auf jeden Fall. Also fährt sich schon ganz anders an als Vergleich. Und... Oh nein! Schön die Handbremse jetzt nehmen. Ja, und das ist, glaube ich, auch mehr actionreicher angelegt, hier die Fahrphysik. Also ab 75 Meter bremse ich hier. Schön hier Xbox-Werbung noch machen, aber ist ja auch ein Xbox-Exclusive-Spiel. Oh, Toys R Us. Ja, stimmt, da sind jetzt so sind das exakt dieselben Läden wie bei GT4. Das müsste ich mal eventuell mir einmal anschauen, aber sollte eigentlich, ne? Jetzt die letzte Kurve. Boah, das war wirklich jetzt eine actionreiche Folge auf jeden Fall. was ich auf jeden Fall gelernt habe, ich werde definitiv jetzt für die nächsten Parts Autos nehmen, die ein bisschen, also die jetzt nicht so schnell sind, damit wir auch von Platz 4 aus oder so starten. Das finde ich hier blöd gelöst, ey, ganz ehrlich, dass wir mal von Platz 1 starten. Jawohl, wir haben gewonnen. Das werde ich auf jeden Fall dann mehr beachten dann. Wir haben für Cusco Verbesserung, also Rabatt bekommen. Okay. Wunderschön. Und wir gewinnen jetzt noch ein Auto. Ein Honda S. Ah, ne, ja. War ja klar, dass wir ein Honda Integra wieder bekommen. Areo Gear. Integra Type R. Habe ich doch nie was von gehört. Ach, ja, gegen den sind wir auch vorhin gefahren. Also, der hatte ja, war kurzzeitig in New York auf Platz 1 gewesen. Okay. Ja, und das war's dann auch für heute. Ich würde mal sagen, wir können unser Driverter trainieren, aber ich glaube ich Driverter nie nutzen hier. Sowas wie B-Spec, glaube ich, in Gran Turismo. Wenn wir hier rausgehen, dann können wir sehen, wie weit wir vorangekommen sind. Wir haben 3,5% durch. Yes! Ja gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr neu seid, ich mache auch ein Gran Turismo Let's Play, also Gran Turismo 4 Let's Play. Würde ich auch mich gerne über ein Abo freuen. So, ja, dann hoffe ich, sehen wir uns am nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, ciao.